Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt Professor Jonas Schmidt-Schanasit in Hamburg, mit dem wir uns über Arboviren unterhalten möchten. Lieber Herr Schmidt-Schanasit, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ja, freut mich auch, bei Ihnen sein zu dürfen und ja, ich freue mich auf den Austausch. Jonas Schmidt-Schanasit ist geborener Pankower, Virologe und Professor der Universität Hamburg. Nach Studium in Berlin und Habilitation am Institut für medizinische Virologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt leitet er seit 2010 das Kooperationszentrum der WHO für Arboviren und Entomologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Leider haben Sie einem Ruf nach Frankfurt nicht gefolgt, was mir als hier Wahlfrankfurt jetzt leid tut. Sie sind Hamburger geblieben, nun Ordinarius für Arbovirologie an der Universität Hamburg. Meine Co-Moderatoren heute sind Professor Sören Becker, Ordinarius für Mikrobiologie in Homburg, und Frau Dr. Sophie Schneidler, Internistin und Tropenmedizinerin ebenfalls in Homburg. Mein Name ist Gunnar Heine, Nephrologe in Frankfurt, der Laie in dieser Runde. Und damit, Sören, gerne das Wort an dich. Ja, herzlichen Dank. Willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns wirklich sehr, dass das heute möglich ist und werden wahrscheinlich in dem jetzt vorgesehenen Zeitraum auch gar nicht schaffen, über alle dieser interessanten Viren zu sprechen. Ich würde gerne mit was so Häufigem anfangen, was vielleicht auch tatsächlich für den Allgemeinmediziner, den Internisten, den Pädiater mal von Relevanz sein kann und häufig auch ist, nämlich das Dengue-Virus. Das ist ja, glaube ich, ein Virus, was jetzt auch außerhalb der Fachwelt recht bekannt ist. Dengue-Fieber als Erkrankung auch. Und auch da erreichen uns ja immer wieder Informationen, wo das jetzt besonders vorkommt, was sich vielleicht auch verändert hat und auch was sich an präventions- und therapeutischen Maßnahmen vielleicht verändert hat. Daher vielleicht die erste Frage wirklich ganz global gesehen: Wie groß ist Dengue-Virus-Erkrankung als Problem und wo müssen wir vor allem damit rechnen? Ja, vielen Dank für diese Eingangsfrage und wir fangen dann gleich auch mit dem ja für uns Arbovirologen wichtigsten Virus an. Das ist eben das Dengue-Virus, was Millionen von Infektionen weltweit jedes Jahr eben hervorruft. Ein Großteil, der überwiegende Teil muss man sogar sagen, der Weltbevölkerung ist durch eine Dengue-Virus-Infektion bedroht. Das heißt, eher der geringere Teil, der sich dann eben auf bestimmte Gebiete Nordamerikas und Europas beschränkt, hat momentan keine Gefahr, sich mit dem Dengue-Virus zu infizieren. Das ist eine sehr, sehr relevante medizinische Herausforderung. Und um es vielleicht auch nochmal virologisch einzuteilen, Dengue-Viren gehören eben in die Familie der Flaviviren. Das sind Positivstrang-RNA-Viren, verwandte Viren. Bei den Flaviviren ist zum Beispiel das Gelbfieber-Virus, was ja historisch auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und was man vielleicht auch verstehen muss von Anfang an, den großen Unterschied, wenn wir über Arboviren und zum Beispiel auch über Parasiten sprechen, die durch Stechmücken oder andere Arthropoden übertragen werden und das eben für alle Arboviren zutrifft, ist der entscheidende Punkt, dass die Arboviren auf die nächste Stechmückengeneration übertragen werden. Wir nennen das transuveale Transmission und das ist letztendlich neben anderen Faktoren natürlich, aber das ist letztendlich eine ganz entscheidende Ursache, ein ganz entscheidender Mechanismus, dass sich diese Viren so ausbreiten können, wie sie es eben gerade machen. Gerade wenn wir es mit der anderen großen Herausforderung Malaria vergleichen, die relativ stabil ist, ja, jedenfalls was die geografische Ausbreitung betrifft, das ist der entscheidende Unterschied. Darum haben wir auch in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel eine deutliche Zunahme der Dengue-Virus-Infektion gesehen, sowohl was die importierten Infektionen nach Deutschland betrifft, von unter 100 auf über 1000 jährlich. Das zeigt auch nochmal hier die Relevanz bei uns in Deutschland bei den importierten Infektionen. Aber dieser Trend ist eben nicht nur in Deutschland so absehbar, sondern eben auch weltweit haben wir eben mit zunehmenden Dengue-Virus-Ausbrüchen, Epidemien zu tun. Das verläuft also weniger wellenförmig als gleichförmig, quasi eine Dauerepidemie. Ja, und bei so einer wichtigen Infektion fragt man sich natürlich, was kann ich denn da therapeutisch machen? Kann ich da etwas therapeutisch machen? Gibt es da vielleicht etwas am Horizont? Das ist ja bei Viren manchmal etwas schwierig, aber wie sieht es da an Neuentwicklungen aus? Wir haben bei einigen Arboviren hocheffektive Impfstoffe. Beim Dengue-Virus wurde natürlich dann auch jahrzehntelang geforscht zum Hintergrund. Wir haben vier Serotypen. Das ist das einzige Arbovirus, was
unterschiedliche Serotypen hat. Normalerweise haben wir es eben bei den anderen Arboviren nur mit einem Serotyp zu tun. Das heißt, eine durchgemachte Infektion bietet einen sehr langen bis lebenslangen Schutz. Das ist eben bei den Dengeviren nicht der Fall, weil wir so vier Serotypen haben. Insofern muss ein Impfstoff tetravalent sein. Der wurde entwickelt durch Sanofi, er heißt Dengvaxia, ist auch zugelassen in der Europäischen Union, allerdings nur in den Gebieten, wo das Dengue-Virus endemisch ist, und das sind hauptsächlich die französischen Überseegebiete. Dort besteht also die Zulassung für Personen im Alter von 9 bis 45 Jahren, und auch noch eine wichtige Einschränkung hier ist, dass also nur Personen geimpft werden dürfen, die schon mal früher eine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben. Das hängt mit den Spezifikationen der Zulassung des Impfstoffs zusammen. Wir haben dort eben das große Problem bei den Impfdurchbrüchen. Ja, wenn ich noch keine Infektion durchgemacht habe, das heißt bei den immunologisch Naiven, dass es zu hämorrhagischen Verläufen kommen kann. Das ist ja auch, ich will nicht sagen ein Alleinstellungsmerkmal, aber etwas, was sehr eng mit der Dengue-Virus-Erkrankung auch zusammenhängt. Das heißt, meine Erstinfektion im Kindesalter durch und die Zweitinfektion hat ein erhöhtes Risiko, hämorrhagisch, also mit Blutungen, zu verlaufen, bezeichnen es auch als Dengue-hämorrhagisches Fieber, und eine weitere Form wäre also das Dengue-Schock-Syndrom. Das sind also letztendlich Formen der hämorrhagischen Fieber, so wie wir es auch beim Ebola-Virus, beim Marburg-Virus oder beim Lassa-Virus sehen. Und eigentlich ist das Ziel natürlich, diese hämorrhagischen Verläufe zu unterbinden, zu verhindern. Und das ist eben bei einer geringen Anzahl von Fällen mit diesem Impfstoff Dengvaxia, der wie gesagt tetravalent ist, nicht gelungen, ja. Und darauf muss man eben hinweisen, darum sind also nur Personen zu impfen, die schon mal eine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben, weil dann quasi die Zweitinfektion mit dem attenuierten Vakzin erfolgt. Ja, die kann dann eben nicht hämorrhagisch natürlich verlaufen. Und dann gibt es nur noch Dritt- und Viertinfektionen, die prinzipiell auch bei Dengue leicht verlaufen, also ohne Hämorrhagien. Ja, also das ist eine ganz große Einschränkung bei diesem Impfstoff, neben weiteren Einschränkungen, dass er zum Beispiel dreimal gegeben werden muss im Abstand von 6 Monaten. Das ist natürlich insbesondere in den Hyperendemiegebieten, Indien zum Beispiel, Philippinen, eine unheimliche Herausforderung. Sie können sich das vorstellen. Versuchen Sie quasi die Kinder dreimal nacheinander in den armen Gebieten, in den Favelas, in den Slums sozusagen einzubestellen. Das ist eine unheimliche Herausforderung. Dann auch nochmal herauszufinden, ob die schon Dengue hatten. Insofern ist es hier natürlich dringend und auch wichtig, dass wir weitere Impfstoffe zur Verfügung haben. Da möchte ich jetzt mal auf eine neue Entwicklung hinweisen. Die Firma Takeda hat hier die Zulassung beantragt für einen weiteren Dengue-Virus-Impfstoff, natürlich auch tetravalent, der auch abgeschwächt ist, der auf einem attenuierten Dengue-2-Virus-Backbone basiert, wo wiederum natürlich tetravalent andere Genabschnitte der anderen Dengue 1, 3 und 4 einklumiert wurden, also insbesondere des Envelope-Proteins. Und hier zeigen eben die ersten Daten, dass man quasi nicht mit diesem Effekt rechnen kann, wie bei Dengvaxia. Das heißt, wenn es zu Durchbruchsinfektionen kommt, Wirksamkeit ist nie 100%, aber wenn es zu diesen Durchbruchsinfektionen kommt, ist das Risiko für hämorrhagische Verläufe zumindest nicht gegeben oder wurde bisher nicht beobachtet. Ein weiterer Vorteil wäre, dass nur 2 Impfungen notwendig sind im Abstand von 3 Monaten. Und hier besteht jetzt auch endlich die Möglichkeit, dass wir diese Impfung, je nachdem wie die Zulassung im Dezember diesen Jahres erfolgt, auch Reisenden anbieten können. Ja, also bisher gab es keinen Impfstoff, den wir Reisenden anbieten können. Ich habe nochmal die Einschränkung bei dem Dengvaxia erklärt. Bei dem Impfstoff von Takeda, TAK-003, ist die Zulassung zumindest so angelegt, dass auch Reisende sich impfen lassen können. Darf ich einmal dazwischen fragen, wie muss ich diese bisherige Infektion nachweisen? Anamnestisch ist das ja wahrscheinlich schwierig, wenn die erste Infektion teilweise sehr mild oder ich weiß nicht, vielleicht auch asymptomatisch abläuft. Ja. Muss ich das serologisch nachweisen? Ja, Herr Heine, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, den wir auch vielleicht nochmal verallgemeinern sollten. Die meisten Arbovirus-Infektionen verlaufen asymptomatisch. Das ist eine Eigenschaft. Es schwankt natürlich, wir haben bei der Zika-Virus-Infektion also auch ein Flavivirus, was in diese Familie der sehr, sehr relevanten Arboviren gehört, wo eben auch das Gelbfiebervirus ist. Beim Zika-Virus weit über 80% wird das nicht bemerkt. Beim Dengue-Virus ist es ein bisschen weniger, je nach epidemiologischer Studie natürlich 60-70%, bei Chikungunya noch ein bisschen weniger. Also Sie sehen, da gibt es Unterschiede, aber es ist meist so, dass die Mehrzahl asymptomatisch verläuft. Insofern ist das eine Herausforderung, genau, zumal es bei der Flavivirus-Serologie, die Sie ansprechen, wenn wir also die Seronarbe nachweisen wollen, durchgemachte Infektion, zu sehr starken serologischen Kreuzreaktivitäten kommt und uns das in der Vergangenheit bei den serologischen Testen, bei der Entwicklung von serologischen Testen vor große Herausforderungen gestellt hat. Das heißt, wir mussten entweder parallel
Teste laufen lassen und schauen, kriegen wir größere Titer. Der Goldstandard, ähnlich wie Sie es vielleicht jetzt auch bei SARS-CoV-2 kennen, zur Bestimmung der Seronaro-Immunität, ist der Virusneutralisationstest. Vielleicht haben wir das schon mal gehört. Das ist ein sehr aufwendiger Test, der gerade bei diesen angesprochenen Arboviren, die meist auch BSL-3-Pathogene sind, das heißt im Labor der zweithöchsten Sicherheitskategorie, damit gearbeitet werden muss, also sehr aufwendig durchzuführen ist. Insofern nicht routinemäßig eingesetzt werden kann, dieser Virusneutralisationstest. Und insofern ist die Entwicklung jetzt auch hier zu sehr spezifischen ELISA oder anderen Verfahren gegangen, die aber eben einen spezifischen Nachweis von Dengue-Virus-IgG ermöglichen. Da gibt es Fortschritte, bei Zika gibt es Fortschritte, auch bei anderen Arboviren, wo eben diese Kreuzreaktivität sehr stark ausgeprägt war, auch beim West-Nil-Virus, beim Usutu-Virus, die wir vielleicht später auch nochmal ansprechen wollen. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, dass eigentlich die routinemäßig verwendeten serologischen Teste in den meisten Laboren eben nach wie vor dieses Problem der serologischen Kreuzreaktivität haben. Und selbst wenn sie dann einen reaktiven Dengue-IgG-Befund haben, nicht sicher sein können, ist es jetzt wirklich eine IgG-Dengue-Seronarbe oder ist das eine früher durchgemachte FSME-Virus-Infektion, ist das eine Gelbfieberimpfung, ist das eine JEV-Impfung gewesen, also japanische Enzephalitis-Virus-Impfung. Das muss man da alles bedenken. Insofern ist es natürlich das Beste, wenn man bei diesen akuten Infektionen den Virus direkt nachweist, sozusagen noch positiv bekommt, das heißt die PCR. Und dadurch, dass wir gerade in der Diagnostik ein bisschen das diskutieren, vielleicht nochmal ganz schnell, bitte denken Sie immer bei diesen Arbovirus-Infektionen daran, Urin einzuschicken. Es bietet die beste Möglichkeit, diese Viren noch direkt nachzuweisen, auch bei den enzephalitischen Flaviren, also die eine Enzephalitis hervorrufen können, Meningitis. Interessanterweise die Wahrscheinlichkeit, diese Viren im Urin nachzuweisen, virale RNA im Urin nachzuweisen, ist viel höher als im Liquor. Also das ist etwas, was ein sehr interessantes Phänomen ist und was viele Kliniker auch gar nicht so, vielleicht auch gar nicht daran denken. Ja, dabei ist das so einfach, natürlich den Urin zu gewinnen und einzuschicken. Und wie gesagt, das Fenster, was normalerweise innerhalb von einer Woche sich schließt für den Direktnachweis, ist hier deutlich länger. Bis zu 3-4 Wochen sehen wir das manchmal bei der Dengue-Virus-Infektion. Sehr spannend, vielen Dank. Wir haben es dann, glaube ich, verstanden, dass man das Dengvaxia ja jetzt eher nicht dem Reisenden anbieten sollte. Vielleicht dann nochmal als Frage, wir haben das in der reisemedizinischen Ambulanz immer mal wieder, dass jemand sagt, also ich hatte schon mal in Sri Lanka Dengue und ich ziehe jetzt um für 4 Jahre nach Indonesien. Und wenn ich den Impfstoff schon hier nicht bekomme, lasse ich mich spätestens da vor Ort impfen. Was würde dann man mit so einer Person besprechen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, primär versuchen, eine saubere Serologie in einem Referenzlabor vielleicht vorher zu bekommen, um zu gucken, ob das wirklich eine Dengue-Infektion war. Oder wie würde man da vorgehen? Ja, also so wie die Empfehlung eben auch der WHO ist, aber hier würde sich natürlich, wenn die Impfung denn dort auch zugelassen ist, diese Dengue-Impfung anbieten. Vielleicht habe ich das auch zu negativ dargestellt. Natürlich schützt Dengue ja zuverlässig oder einen Großteil eben vor schweren, auch tödlichen Verläufen. Da zeigen ja die Daten auch ganz klar. Nur man muss eben auf diese Herausforderung bei Dengue ja sehr, sehr explizit auch hinweisen, damit die dann sich eben impfen lassen, auch die Herausforderung dieses Impfstoffs kennen. Aber bei diesem konkreten Beispiel eben Langzeitaufenthalt in den Tropen, auch durchgemachte Infektionen und dann auch zugelassener Impfstoff dort vor Ort, ist das natürlich eine Option. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt eben bald auch ab Dezember noch weitere Optionen haben, um dann eben so eine Impfung auch schneller durchführen zu können, weil 1,5 Jahre natürlich für so eine Grundimmunisierung, das ist natürlich auch, das muss man auch erstmal dann hinbekommen, ja. Jetzt hatten wir eben gehört, dass der Großteil der Weltbevölkerung eigentlich mit Dengue-Virus zumindest Exposition zu kämpfen hat. Gab es denn da in den letzten Jahrzehnten eine relevante Veränderung des Ausbreitungsgebietes als Teil A der Frage und als Teil B? Kann man da sozusagen etiologisch zuordnen, was vielleicht klimatischen Veränderungen zuordnen ist und was vielleicht veränderter Landnutzung oder Ähnlichem zuzuordnen ist? Genau, eine sehr, sehr wichtige Frage, aber eben auch sehr komplex. Natürlich sind die klimatischen Bedingungen ein entscheidender Faktor, aber es geht natürlich auch um die Verbreitung der Vektoren, die das Dengue-Virus übertragen können. Also zum einen natürlich die Gelbfiebermücke, auf der anderen Seite die Tigermücke. Das sind die zwei wichtigsten Vektoren im urbanen Umfeld. Wir müssen ja auch da noch unterschiedliche Zyklen unterscheiden. Das wird dann sehr komplex. Es gibt eben Dengue auch im sylvatischen Zyklus. Also wir sagen im enzootischen Fozi, um es salopp zu sagen, im Urwald, ja, wo es zwischen
Vertebraten und eben Urwaldmücken zirkuliert und eben aus diesen enzotischen Zyklen dann durchaus auch in stadtnah oder eben in den städtischen Kreislauf gelangen kann. Klassischerweise kennt man das vom Gelbfieber-Virus-Zyklus. Ich glaube, das ist auch vielen Kollegen und Kolleginnen noch so bekannt, dass es da einen sylvatischen Zyklus gibt und man alles verändern will, dass das Gelbfieber-Virus in den urbanen Zyklus kommt, wo es von der Gelbfiebermücke übertragen wird, weil es eben mit einer sehr hohen Sterblichkeit einhergehen kann, ne? Und ähnliches gibt es eben auch bei vielen, vielen anderen Arboviren, unter anderem eben auch, wie gesagt, beim Dengue-Virus. So, und diese ganzen Faktoren muss man eben bei so einer Risikomodellierung beachten, sozioökonomische Faktoren. Und da sehen wir eben bei aktuellen Daten, die auch publiziert wurden, dass wir insbesondere jetzt in den nächsten Jahrzehnten mit einer Ausbreitung, insbesondere in Japan, auch in China rechnen müssen, also da, wo auch eine hohe Populationsdichte gegeben ist. Übrigens hatten wir Dengue-Virus-Epidemien auch in Japan kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als einfach die Bedingungen auch ideal natürlich gewesen sind für die Gelbfiebermücke, sich dort eben zu verbreiten. Man hat dann eben, nachdem man die Gelbfiebermücke in vielen Kontinenten zurückdrängen konnte, massiver Einsatz von DET natürlich, jetzt wieder so ein Aufblühen dieser Gelbfiebermücke und damit eben einhergehend auch normal natürlich eine Verbreitung dieser Viren, die durch die Gelbfiebermücke übertragen werden. Dazu gehört das Dengue-Virus. Also nochmal, China, Japan werden Probleme bekommen, aber eben auch der Südosten der USA wird viel stärker betroffen sein, eben als in den letzten Jahrzehnten. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Gebiete, wo das Risiko zurückgehen wird, weil es einfach zu heiß wird. Ja? Bestimmte Gebiete in Afrika, in Ostafrika. Also da sieht man schon, es geht nicht nur nach oben, sondern es gibt auch Gebiete, wo es zurückgehen kann. Und das zeigt nochmal auch, wie herausfordernd solche Modellierungen sind. Vielleicht auch nochmal gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie. Das ist etwas, was eben nicht so einfach geht und vor allen Dingen auch nicht sehr, sehr konkrete Voraussagen über einen sehr langen Zeitraum. Und für Europa ganz spezifisch, Südeuropa, muss man jetzt in Italien Angst vor Dengue haben oder ist es eher vor anderen Viren und damit öffnen wir dann vielleicht so langsam das Feld für die anderen? Genau, da spielt jetzt die Frage der sogenannten Vektorkompetenzen Rolle. Das ist ja eine Frage, die wir bei uns in der Forschung sozusagen intensiv bearbeiten. Also wie können sich bestimmte Viren in welchen Mückenspezies vermehren? Ja, gelingt es ihnen, nach Blutaufnahme in den Speichel zu gelangen? Wie lange dauert das und welche Temperaturen sind dazu notwendig? Das ist die Vektorkompetenz. Und da sehen wir natürlich, dass es einige Arten gibt, die Vektorkompetenz auch für das Dengue-Virus, andere exotische Viren in Europa haben. Das ist also nicht nur die Tigermücke. Man vermutet aber, dass also die Tigermücken, und das zeigen auch erste experimentelle Daten, nicht die gleiche Fähigkeit haben, zu Dengue-Virus-Epidemien zu führen, wie die Gelbfiebermücke. Ganz eindrucksvoll ist das dadurch gezeigt, dass wir bisher eben nur Einzelfälle, kleinere Cluster von autochthonen Dengue-Virus-Infektionen in Europa sehen, in Frankreich, Italien, Kroatien, und bisher keine Epidemie. Im Gegensatz zu Madeira, wo eben die Gelbfiebermücke heimisch sich ausgebreitet hatte. Sie ist mittlerweile sehr stark bekämpft, sogar eradiziert. Und dort hatten wir sozusagen den ersten wirklich Dengue-Virus-Ausbruch, eine Epidemie auf Madeira. Man geht also davon aus, dass es für die Epidemien eigentlich notwendig ist, dass die Gelbfiebermücke anwesend ist. Das ist in Europa nicht der Fall. Es ist davon auch nicht, also in den meisten Teilen Europas nicht der Fall. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Gelbfiebermücke sich eben so stark ausbreitet in Europa wie die Tigermücke. Ja, insofern, Tigermücke scheint nicht ganz so ideal für Dengue-Virus-Epidemien geeignet zu sein. Auf der anderen Seite Chikungunya-Virus zum Beispiel, ein anderes Arbovirus, Toga-Virus, also auch wieder Positivstrang RNA-Virus, haben wir Ausbrüche gesehen in Italien 2007 und 2017. Das scheint zu funktionieren, ja. Aber Alpha-Viren, also innerhalb der Togaviridae-Family, die vermehren sich auch viel, viel effektiver in diesen Stechmückenvektoren. Das sehen wir auch im Labor. Also die brauchen geringere Temperaturen, haben sozusagen eine viel kürzere extrinsische Inkubationszeit. Das heißt, brauchen nur wenige Tage, bis sie nach Aufnahme Blutmahlzeit wieder im Speichel sind und wieder quasi weitergegeben werden können. Also das ist ein großer Unterschied zu den Flaviviren. Das sehen wir übrigens auch bei anderen Alpha-Viren. Also nicht nur beim Chikungunya-Virus. Das ist ein Zungenbrecher-Name, der kommt aus der Sprache der Makonda und heißt der gekrümmt Gehende. Ne? Und das Chikungunya-Virus-Infektion geht mit langanhaltenden Gelenk Schmerz mit Atralgien einher, die wirklich sehr, sehr einschränkend sein können über Monate, dass man nicht arbeitsfähig ist. Also weniger ein Problem, hämorrhagische Verläufe zu verursachen, Blutung hervorzurufen, das ist eher kein Problem, aber eben diese Atralgien. Ja.
Vielen Dank, Chikungunya. Tigermücke, damit sind wir sozusagen schon mitten in Europa. Und da würde ich vielleicht an der Stelle an meine Co-Moderatorin Sophie Schneidler übergeben. Vielen Dank, Sören. Ja, jetzt haben wir schon relativ viel zu Dengue gehört, was ja eher tropisch ist und haben uns Richtung Europa bewegt. Und es gilt ja immer so als neues Virus, das Westnil-Virus. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das ist ja schon relativ lange bekannt. Wir kennen das ja eigentlich seit 1937, ebenfalls wie Zika aus Uganda stammt. Und jetzt frage ich mich, wie kann das denn sein, dass es jetzt erst in Europa angekommen ist? Und ist das wirklich ein relevantes Virus für uns? Vielleicht mit der letzten Frage zu beginnen. Also ja, ich denke, es ist relevant, insbesondere für die Transfusionsmedizin, sehr, sehr relevant. Also dort spielt es eine große Rolle bei den Kollegen. Und ja, also das will man also nicht übertragen. Ne? Das kann dazu halt schweren, zum Teil auch tödlichen Verläufen führen, wenn das eben passiert. Zur Geschichte nochmal, 1937, genau entdeckt in Uganda übrigens in der gleichen Forschungsstation, wo auch das Zika-Virus isoliert wurde. 10 Jahre später, 1947, ist der Zika isoliert. Wie gesagt, das Westnil-Virus 37. Aber es gibt es schon länger in Europa. Das ist ganz interessant. Das ist also keine Neuentwicklung. Wir haben das Westnil-Virus erst in nachweisweise in den 60er Jahren in der Camargue in Frankreich bei den Camargue Cowboys. Da sind damals aber eben hauptsächlich Infektionen bei den Pferden aufgetreten. Ja. Es ist also keine Neuentwicklung. Es hat sich dann eben basierend auf der entsprechenden Ökologie, die es eben braucht. Das Westnil-Virus braucht nämlich Vögel, Wildvögel als Amplifikationswirte, hat es sich peu à peu in Europa weiter verbreitet, bis jetzt eben die Bedingungen so gewesen sind, hauptsächlich eben auch die klimatischen Bedingungen, dass es in Deutschland, insbesondere eben in Ostdeutschland, Fuß fassen konnte. In der Gegend Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dort zirkuliert es, verursacht eben massenhafte Infektionen bei Vögeln, Pferden und eben auch beim Menschen und wird natürlich nicht mehr weggehen. Ich hatte schon einen Grund dafür genannt, dass diese Viren nicht mehr verschwinden. Das ist eben die transoviale Transmission. Ne, sie ziehen sich dann in ihre enzootischen Zyklen zurück und zirkulieren dann langsam vor sich hin, auch wenn man keine Epidemien sieht, so wie beim Zika-Virus zum Beispiel aktuell. Aber das Virus ist deswegen nicht weg. Ja, es ist sozusagen in den Naturräumen, wo es in Ruhe vor sich hin zirkuliert und in 20 Jahren dann wieder einen Ausbruch hervorrufen kann. Also das ist ganz typisches Verhalten für Arboviren und eben auch für das Westnil-Virus. Und beim Westnil-Virus ist eben davon auszugehen, dass es sich weiter in Deutschland ausbreiten wird, weil es eben von heimischen Stechmücken übertragen wird, insbesondere von der Hausmücke, die überall vorkommt. Und es wird natürlich eine Herausforderung werden, wenn das Westnil-Virus in Gebiete vordringt, die natürlich viel, viel dichter besiedelt sind, wo viel mehr vulnerable Menschen auch leben, als dass es jetzt, sag ich mal, eher in den dünn besiedelten Gebieten Brandenburgs oder auch Sachsen-Anhalts der Fall ist. Also das wird nochmal eine große Herausforderung, wenn es in den Rheingraben gelangt. Bisher haben wir dort keine Nachweise, weder bei Mücken noch bei Pferden noch bei Menschen, auch in Bayern nicht. Und das wird aber natürlich eng überwacht und ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis wir auch dort mit Westnil-Virusinfektion rechnen müssen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, was auch ganz wichtig ist für die Kliniker, wann muss man mit solchen Infektionen in Deutschland rechnen, wenn man den Verdacht hat? Das ist immer im Spätsommer. Also Sie müssen überhaupt nicht dran denken, bei autochthonen Infektionen, dass sie im April oder Mai auftreten. Das geht eben aufgrund dieser extrinsischen Inkubationszeit, der Vermehrung in den Stechmücken, geht das nicht. Ja, die brauchen einfach eine gewisse Zeit, um sich hoch zu replizieren. Und genau dieses Jahr haben wir auch den ersten Westnil-Fall im August gesehen. Jetzt gibt es eine starke Häufung der Westnil-Virus-Nachweise bei Blutspendern, aber eben auch bei klinischen Fällen. Und das wird aber jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen in sich zusammenbrechen, weil man merkt es ja auch schon gerade jetzt hier bei uns im Norden, die Temperaturen eben einfach nach unten gehen, zu kalt werden und dann kann sich das Virus nicht mehr effektiv replizieren in den Stechmücken. Vielen Dank. Sie haben ja gerade eben gesagt, dass bei Dengue die Vektorkompetenz ganz, ganz wichtig ist, um Epidemien ausbilden zu können. Und sagten gerade, dass sozusagen die europäische Hausmücke sehr gut in der Lage ist, Westnil zu übertragen. Kann die europäische Hausmücke, könnten wir uns das zumindest vorstellen in dem Fall, auch Epidemien mit Westnil tatsächlich machen von der Vektorkompetenz? Oder ist das eher unwahrscheinlich, dass wir mit Epidemien und Westnil rechnen müssen? Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich habe jetzt den Begriff der Vektorkompetenz erklärt. Was ich noch nicht erklärt habe, ist der Begriff der Vektorkapazität. Aber erstmal vielleicht, um es ganz einfach zu halten, ja. Also man kann mit Epidemien rechnen, allerdings nicht mit einem Flächenbrand. Vielleicht haben einige noch in Erinnerung, einige Kolleginnen und Kollegen, dass es seit 1999, 2000 ausgehend von der Ostküste der USA nur wenige Jahre gedauert hat, bis das Westnil-Virus einmal an die Westküste gelangt ist und eben Millionen von Infektionen hervorgerufen hat an einer komplett immunologisch naiven
Bevölkerung, aber eben auch in Vögeln, die sozusagen keinen Kontakt hatten, ja, und auch in Stechmücken. Und das ist in Europa eben ganz anders. Wir haben ganz andere ökologische Voraussetzungen. Das heißt, wir haben andere Flaviviren, die gleichzeitig zirkulieren. Wir haben andere Vektoren, die hier relevant sind und auch andere, eine andere, ich will es mal so sagen, eine andere Grundimmunität, sowohl in der Bevölkerung als auch in sozusagen in den Amplifikationswirten. Und das hat eben Einfluss darauf und das hat dazu geführt, dass wir diesen Flächenbrand in Europa in den letzten Jahrzehnten, also seit 1960, eben nie gesehen haben. Ja, aber natürlich größere Ausbrüche in Griechenland, in Norditalien mit Hunderten von Infektionen. Das ist, wie gesagt, kein Problem, aber kein Flächenbrand. Um nochmal auf den Begriff zu kommen, wir hatten Vektorkompetenz besprochen. Hinzu kommt die Vektorkapazität. Das heißt, es kann durchaus Stechmücken geben, wo sich das Virus hervorragend replizieren kann. Ja, wahnsinnig. Aber diese Mücken besitzen dann keine Vektorkapazität. Und was bedeutet das? Dass sie zum Beispiel den Menschen nicht stechen, sondern nur Frösche. Oder dass sie in bestimmten Gegenden leben, also zum Beispiel salzliebende Mücken, ja, wo auch kein Mensch normalerweise sich aufhält. Und dann haben sie überhaupt gar keine Relevanz für Ausbrüche. Ja. Das muss man eben beides zusammenbringen. Das heißt, Vektorkompetenz alleine reicht nicht aus. Die Mücke muss auch eine Vektorkapazität haben. Das heißt, sie muss den Menschen stechen. Sie muss auch ein Brückenvektor sein vom Vogel, bei Wespen jetzt vom Vogel zum Menschen zum Beispiel. Wenn das nicht gegeben ist, spielt sie keine Rolle in den oder eine untergeordnete Rolle in den Übertragungszyklen. Also ein sehr komplexes Geschehen, das über die Übertragung und Epidemie bei Westnil, aber insgesamt ist es ja bei vektorassoziierten Erkrankungen immer komplex. Jetzt frage ich mich, gibt es auch andere Möglichkeiten, Westnil zu übertragen? Also müssen Kollegen jetzt immer nur nach dem Mückenstich fragen? Und zweitens, bei welchen Patienten sollte man denn an eine Diagnostik für Westnil denken? Also wenn man jetzt an die Notaufnahmesituation denkt, wem würden Sie raten, ja, da testen wir auf Westnil? Ja, also sicherlich als Notaufnahme wären ja meines Erachtens auch schwerwiegende Erkrankungen, in dem Fall also enzephalitis meningitis, das als Differentialdiagnose natürlich in den Ausbruchsgebieten. Das ist immer genau die Frage, wann fängt man an, eben darauf zu testen. Und normalerweise ist es eigentlich sehr, sehr zuverlässig, dass wir, wenn die ersten positiven Vögel oder Pferdefälle gemeldet werden, die auch registriert werden in einem entsprechenden Register in Deutschland, dass man dann weiß, das Virus ist in der Region vorhanden und jetzt teste ich auch da drauf. Also wenn wir jetzt nach Bad Homburg zum Beispiel, Homburg-Saar schauen, da gibt es keine Hinweise, dann würde ich wahrscheinlich dort auch jetzt nicht auf Westnil testen. Ja, es ist einfach extrem unwahrscheinlich und wir müssen ja da auch effizient sein, nicht in der Diagnostik und in der Klinik und das ist dann einfach extrem unwahrscheinlich. Ne? Aber in Leipzig sieht das schon anders aus in der Notaufnahme. Gerade in der Neurologie, da würde man natürlich jetzt auf jeden Fall Westnil-Virus mit in die Differentialdiagnostik mit einschließen wollen. Ansonsten, ich hatte es schon gesagt, Stechmücken übertragen, natürlich über Bluttransfusion, es kann über Transplantation übertragen werden. Und das, was in den letzten Jahren immer mehr auch in den Fokus gerückt ist, jetzt nicht als wichtiges Phänomen der Übertragung, aber als Möglichkeit ist die sexuelle Übertragung. Also das, was wir beim Zika-Virus gesehen haben und wo man jetzt bei den anderen Arboviren, bei anderen hämorrhagischen Fieberviren, die gar nicht Arboviren sind, zum Beispiel Lassa oder Ebola, auch genauer hinschaut, ja, weil man verstanden hat, dass es interessanterweise bei ja einer bestimmten Anzahl von Patienten, Patientinnen erstmal nicht zu einer kompletten Ausheilung kommt, sondern dass es eben zu einer einer persistierenden, also nicht zu einer Latenz, sondern zu einer persistierenden Infektion in bestimmten immunprivilegierten Zellen des Körpers kommt. Das ist ein interessantes Phänomen, ja, aber das hat die Epidemiologie dieser Erkrankung verändert. Wo wir sagen, normalerweise geht das nur von der Mücke, nicht auf den Menschen oder bei Ebola eben nur von einem Wildtier auf den Menschen. Und jetzt müssen wir aber auch in den Modellierungen mit einberechnen, dass sexuelle Übertragung so einen Ausbruch wieder anstoßen kann, ja. Und das spielt beim Zika-Virus, wie gesagt, eine Rolle, beim Ebola-Virus, Lassa-Virus. Also das haben wir in den letzten Jahren dazugelernt, dass die Restitutio ad integrum, komplette Ausheilung, Virus ist weg, nicht immer der Fall ist. Es ist erstaunlich, was wir in den letzten Jahrzehnten in der Medizin gelernt haben. Das fasziniert mich immer wieder. Um sozusagen Westnil einmal abzuschließen, können wir in den nächsten Jahren mit einem Impfstoff rechnen? Sind die Veterinärmediziner vielleicht ein bisschen weiter als wir? Und reicht es vielleicht auch, wenn die Veterinärmedizin impfen würde? Und wie sieht es mit Therapie in dem Bereich aus? Was können wir dort erwarten? Ja, also das ist leider beim Westnil-Virus sehr überschaubar. Ich rechne nicht mit einer Zulassung eines Westnil-Virus-Impfstoffs in den nächsten Jahren. Also
Es fehlen einfach entsprechende Studiendaten. Und gerade vor dem Hintergrund dieser millionenfachen Infektion in den USA, nicht? Also, wo wir sagen, ja, da hätte ja quasi ein Impfstoff zugelassen werden können. Wenn es dort nicht erfolgt ist, dann wird es bei uns mit diesen nach wie vor doch ja noch überschaubaren Fallzahlen meines Erachtens eben auch nicht gelingen. Es gibt einen Impfstoff, Sie haben es angesprochen, für Pferde, der interessanterweise von den Kollegen dann auch mal für sehr wertvolle Vögel eingesetzt wird, gerade für Zoovögel. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass natürlich alle Wildvögel geimpft werden. Insofern wird man es durch diese Impfung, die für Tiere verfügbar ist, für das Pferd eben natürlich nicht sozusagen eradizieren können aus bestimmten Gebieten. Es wird, wie gesagt, heimisch werden. Es ist ja auch schon heimisch geworden bei uns. Es wird in den nächsten Jahrzehnten, wie gesagt, solange kein Impfstoff verfügbar ist, für den Menschen zu diesen Infektionen kommen. Was die antivirale Therapie betrifft, gibt es eben wie für die meisten anderen Arbovirus-Infektionen keine Option. Das heißt, es ist eine rein symptomatische Therapie, gerade denn eben, wenn es diese schweren Verläufe gibt, die zum Glück sehr, sehr selten sind bei der Westnivirus-Infektion, also unter 1%, sogenannte Westnil-neuroinvasive Erkrankung, die wird dann individuell intensivmedizinisch natürlich besprochen und durchgeführt. Dann habe ich noch eine Frage dazu. Das wird ja immer wieder diskutiert, gerade bei neueren Infektionen, wo wir keine guten Therapiechancen besitzen, dass man also Immunglobulin Therapien durchführt von Patienten, die das schon mal als Erkrankung hatten. Wäre das eine Option bei einem schweren Verlauf von Westnil? Dadurch, dass bei diesen Infektionen oftmals auch eine immunologische Komponente eine Rolle spielt und sozusagen die Immunglobulingabe zu spät erfolgen würde in den meisten Fällen, gibt es dort, wie gesagt, jetzt gerade für das Westnil-Virus oder eben auch andere wie das Dengue-Virus keine Hinweise darauf, dass das sozusagen relevant wäre. Ne? Also hier wäre natürlich eine sehr, sehr frühzeitige Gabe, sehr, sehr, sehr schnelle Gabe, wahrscheinlich auch in entsprechend hohen Konzentrationen. Wir mussten jetzt ja auch viel dazulernen bei anderen Infektionskrankheiten zu überlegen. Die Daten insgesamt sehr, sehr schwach. Insofern, ich will es auch nicht rumdrucksen, aber da sich jetzt sehe ich erstmal keine sozusagen durchschlagende Option in der nächsten Zeit. Bevor Frau Schneider zum nächsten Virus kommt, noch eine internistische Frage. Wieder dieses Setting Notaufnahme. Gibt es da bei den Menschen, die jetzt keine neurologische Symptomatik haben, noch irgendwas, was die Kolleginnen und Kollegen an der Notaufnahme daran denken lassen sollte? Anamnese habe ich verstanden, wenn ich im Urlaub in Mecklenburg gewesen bin, anders als wenn ich auf Jüst war, denke ich. Aber gibt es da noch irgendwas, was so greifen lässt für uns? Weil wir sehen ja jeden Tag, oder die Kollegen, die an der Notaufnahme sind, 10, 20 Patienten, die mit irgendeiner Form von Infekt kommen. Ja, im Regelfall, so wie ich es auch schon gesagt habe, sind eigentlich diese Arbovirus-Infektionen kein Fall für die Notaufnahme. Wir sind ja relativ leicht verlaufende Infektionen mit dem klassischen Trias, Hautausschlag, also Makulopapulosis, Exanthem, Fieber, Muskelschmerzen. Da ist die Frage, wie häufig man jetzt so eine Patientin in der Notaufnahme hat. Ich kann das nicht einschätzen, wenn die Kollegin solche Fälle haben. Und wie gesagt, eben der Patient dann auch sagt, ich wurde hier von Hunderten von Mücken gestochen und ich bin ganz viel draußen aktiv und dann in den Ausbruchsregionen auch unterwegs, dann ist das sicherlich etwas, woran man denken kann. Aber wie gesagt, im Regelfall werden die beim Hausarzt vorstellig, so wie ich die Fälle auch verfolgt habe, gerade in Sachsen. Und da muss der Hausarzt dann schon auch gut informiert sein. Wir versuchen ja da auch entsprechende Awareness zu schaffen. Das heißt, dass wir natürlich epidemiologischen Bulletin, Ärzteblatt und so weiter auch in der Region sozusagen die Kollegen, Kolleginnen da aufklären. Und wenn die daran denken, ja, dann wird das eben auch bekannt und diagnostiziert. Also wir hatten so einen Fall in der Umgebung von Leipzig. Das waren leichte Verläufe, die, wie gesagt, so einen Hautausschlag hatten. Und dann, die hatte unsere tropenmedizinische Weiterbildung besucht und hat dran gedacht. Und das ist ja eine ungewöhnliche Häufung. Sie hatte dann 4, 5 Fälle gesehen und hat dann eben bei einem Fall Westnil-Virus-Diagnostik angefordert und die war dann eben eindeutig positiv. Ja? Und dann konnte man eben erahnen, dass genau dieses Verhältnis, ja, also 20% haben diesen leichten Verlauf, 1% haben diesen schweren Verlauf und der Rest ist asymptomatisch, dass es eben ein ganzes Cluster dort in der Gegend von Leipzig gegeben hat. Ja? Also das sind so die typischen Situationen der Diagnose, die ich sie kennengelernt habe, auf der anderen Seite auch eher erschreckende Sachen, dass zum Teil eben schwere Verläufe mit Enzephalitis Meningitis in der Uniklinik liegen und die Neurologen nicht dran denken, da eine Westnil-Virus-Diagnostik durchzuführen und dass dort eben die Hinweise aus der Virologie oder eben aus der Mikrobiologie gekommen sind und dann eben letztendlich zur Diagnose geführt haben.
Lassen wir einmal das spannende Feld des Westnil-Virus und gehen auf ein anderes Virus über, was in Deutschland sicherlich auch an zunehmender Relevanz hat. Da würde Professor Becker wieder übernehmen und einmal über Borna mit Ihnen plaudern. Ja, genau, sehr gerne. Also ich denke, Borna-Virus ist ja auch so ein Begriff, den viele gar nicht so richtig kannten, und die letzten 7, 8 Jahre hat sich das dann geändert. Und ich glaube, was ich auch immer wieder bei Veranstaltungen erlebe, das ist immer das Streifenhörnchen-Virus. Und inzwischen ist es ja aber in echt, glaube ich, gar nicht mehr so das einzige, nur auf Streifenhörnchen assoziierte Virus. Denn da gibt es ja doch auch ganz interessante Entwicklungen. Vielleicht können wir das noch einmal kurz darstellen und aufgreifen, wie sich das so die letzten 7, 8 Jahre in seiner humanmedizinischen Bedeutung entwickelt hat. Genau, eine ganz spannende Entwicklung auch einer zoonotischen Erkrankung. Borna-Viren, also mononegavirales, Negativstrang-Einzelstrang-RNA-Viren. Und dort hatten wir, Sie hatten es schon erwähnt, Kollege Becker, eben dieses exotische Bunthörnchen-Borna-Virus, was also bei Züchtern von Bunthörnchen zu tödlichen Enzephalitiden geführt hat, sind also alle gestorben, 100% Sterblichkeit, Fallsterblichkeit. Und wenige Jahre danach hat man dann also festgestellt, dass das Borna-Virus, was bei uns heimisch ist, also nicht das, was im Bunthörnchen quasi in den Tropen zirkuliert, sondern das, was bei uns heimisch ist und was durch die Feldspitzmaus übertragen wird, also kein Nagetier, sondern ein Insektivor, dass das nicht nur Pferde krank machen kann. Das ist ja die klassische Hitzekopfkrankheit der Pferde, die ja seit 1890 ja auch beschrieben bekannt ist, sondern dass es dort eben auch zu tödlichen Gehirnentzündungen beim Menschen kommen kann. Auch 100% Fallsterblichkeit, Infektion heißt Tod. Ähnlich wie bei der Tollwut. Also eine schreckliche Erkrankung. Und es ist ja oftmals so bei diesen zoonotischen Erkrankungen, je mehr man denn hinschaut, desto mehr findet man. Und jetzt findet man im Regelfall 3, 4, 5 Erkrankungen pro Jahr. Interessanterweise gibt es dort also bestimmte Endemiegebiete, das heißt, das Saarland zum Beispiel gehört da nicht dazu, aber eben große Teile Bayerns, Sachsens und Brandenburgs. Und dort findet man jetzt also, wie gesagt, diese Fälle. Ja, und es ist eine ganz spannende Erkrankung. Ich habe immer gesagt, das ist letztendlich das neue Tollwut-Virus. Terrestrische Tollwut ist bei uns ja ausgerottet. Und wir müssen jetzt einfach verstehen, wie hier die Übertragungswege sind, um auch besser Prävention betreiben zu können. Auch hier gibt es natürlich keine Impfstoffe und auch keine antivirale Therapie, die ja durchschlagend Erfolg gezeigt hätte. Es wurden natürlich Therapieversuche bei diesen schrecklichen Verläufen, der Versuch mit Favipiravir, also immer der RNA-Polymerase oder Ribavirin, aber alles erfolglos. Auch unter großer Immunsuppression zum Teil wird der Verlauf kurzzeitig gestoppt, aber das ist nicht nachhaltig und alle Patienten sind verstorben. Also insofern ist es hier wirklich dringend zu verstehen, wie die Übertragung von der Spitzmaus auf den Menschen vor sich geht, welche Tiere vielleicht dort eine Rolle spielen, Katzen, Hunde. Bisher gibt es da leider keine eindeutigen Assoziationen, aber das wird natürlich mit Hochdruck untersucht. Also das, was wir wissen, ist, das Virus hat als Wirt, auch als Amplifikationswirt, ist ja ganz wichtig, die Feldspitzmaus. Das heißt, man sollte auf keinen Fall mit diesen Feldspitzmäusen kuscheln, die anfassen oder irgendwie halten, weil das Virus findet sich überall im Fell, in den Ausscheidungen. Aber wie das letztendlich dann zu den Menschen kommt, das ist nach wie vor unklar. Okay, vielen Dank. Wir hatten ja eben schon einmal gesagt, auf der neurologischen Intensivstation der Patient mit Meningitis, Enzephalitis, bei dem man so gar nicht weiß, was er hat, er oder sie, kann eine Infektion sein, kann vielleicht auch was Autoimmunologisches sein. Da kommt man ja irgendwann dann immer in diesen Punkt, dass man sich fragt, was könnte die Person jetzt noch haben? Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich mir da auch so die Literatur zu angucke, ist ja die Diagnostik häufig über Molekulardetektionsverfahren neuropathologisch aus. Zum Beispiel Hirngestammgewebe oder Hirngewebe verstorbener gemacht worden. Aber wenn ich den Patienten noch diagnostizieren möchte, während er lebt, gibt es da weniger invasive Tests, die man auch klinisch zur Anwendung bringen kann? Bei der angesprochenen Borna-Virus-Infektion ja. Gerade bei diesen schweren Verläufen können wir also eine Serologie machen, die relativ eindeutig, denn auch in den meisten Fällen, die wir jetzt gesehen haben, positiv ist. Sie haben es schon angesprochen, der Direktnachweis ist etwas schwieriger. Das heißt, Liquorproben oftmals nur eine sehr, sehr, sehr geringe RNA-Last, zum Teil auch negativ. Wenn man dann eben die Biopsie nimmt, aus den tieferen Regionen des Gehirns positiv, eher ist eine limbische Enzephalitis. Und
Und insofern, in anderen Regionen kann es auch mal negativ sein. Also das ist eine unheimliche Herausforderung. Aber wie gesagt, die Serologie liefert hier gerade bei diesen schweren klinisch apparenten Fällen eigentlich eindeutige, also sehr, sehr hohe Antikörpertitel, sehr eindeutige Werte. Die Serologie an sich, wenn wir jetzt da in die Details gehen wollen, in die diagnostischen, ist herausfordernd, aber die Labore, die es hinbekommen, dort kann, wie gesagt, dann dieser eindeutige Nachweis erfolgen. Es gibt auch Ringversuche, um da eben die Qualität natürlich hochzuhalten. Also ich will damit sagen, die Serologie technisch ist nicht trivial, aber wenn sie gut durchgeführt wird in den entsprechenden Referenzlaboren, dann kann sie den eindeutigen Nachweis so einer Bonavirus-Infektion bei diesen schwerkranken Patienten erbringen. Vielen Dank. Jetzt vielleicht als Frage, Westnil, offenbar schon ja etwas länger ein Thema, Borner auch schon ein paar Jahre. Was gibt es denn vielleicht auch aus dem deutschen Referenzlabor sozusagen zu berichten, was andere Pathogene, vielleicht früher nur Tierpathogene und jetzt Humanpathogene oder andere Viren angeht, bei denen jetzt auch vielleicht im Zeitraum der letzten 5 Jahre klinische Fälle bei Menschen diagnostiziert worden sind und an die man zumindest, wenn man sonst schon am Ende ist mit der Suche, auch mal denken sollte bei verschiedenen Krankheitsbildern? Also wir haben natürlich diese exotischen Nachweise, die sich hauptsächlich natürlich bei Reiserückkehrern finden. Ja, also sehr, sehr seltene Infektionskrankheiten. Ich hatte schon einige auch erwähnt, also eine Lassa-Virus-Infektion, Ebola-Virus-Infektion, Marburg-Virus-Infektion. Bei den Infektionen, die wir jetzt hier in Deutschland sehen, eigentlich jetzt, wenn ich es jetzt mal so kurz überlege, jetzt nicht wirklich etwas, was mich jetzt vom Stuhl gehauen hätte, was jetzt ganz neu wäre, was für Sie auch interessant wäre. Also das sehen wir eher wirklich bei den Reiserückkehrern, die eben diese sehr seltenen Infektionskrankheiten aus den Tropen zu uns bringen. Da gibt es natürlich viele Viren, gerade in Australien, die dort auch endemisch sind, wo wir jetzt sozusagen als Tropeninstitut dann auch mal glücklich oder ja, das gespannt sozusagen so einen Fall verfolgen können, weil die eben so selten sind. Ja, das sind also endemische Viren, die in Australien zum Beispiel vorkommen. Aber wie gesagt, wir lernen natürlich mit den Diagnostikmethoden, die ohne eine Einschränkung sozusagen funktionieren, also das sogenannte Next Generation Sequencing, Metagenom-Sequenzierung, sehr viel dazu. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, denn zu sagen, dass das ist sozusagen das auslösende Agens gewesen für eine bestimmte Erkrankung, wenn Sie Millionen von Nukleinsäure Sequenzdaten haben, ja, und dann sagen sollen, ja, welche davon ist jetzt relevant. Also das ist etwas, woran wir arbeiten und was natürlich auch sozusagen in der Zukunft sich durchsetzen wird. Je schneller das auch geht, je kostengünstiger das geht. Aber wie gesagt, die bioinformatische Aufarbeitung und auch die Zuordnung einer Sequenz im Krankheitsbild ist natürlich nach wie vor eine große Herausforderung. Aber gerade im Bereich auch der Co-Infektion finde ich das hochinteressant, wo wir früher eben nur auf ein Pathogen geschaut haben und rechts und links nichts gesehen haben oder sehr wenig gesehen haben. Das ist natürlich eine Auflösung, die genau sowas eben auch ermöglicht, auch im Bereich der Quasi-Spezies, ja, im Bereich der Resistenzen. Finde ich das unglaublich, was eben diese Technologie mittlerweile ermöglicht. Vielen Dank. Ich darf jetzt sozusagen einen ganz harten Bruch einleiten und von der rein medizinischen Art und Weise übergehen auf ein doch globales Thema. Also wir haben jetzt gelernt, dass praktisch alle diese Erkrankungen durch Mücken übertragen werden. Das heißt, Mücken sind tatsächlich sehr klein, aber für uns doch relevant als Krankheitsüberträger. Und dass sie, einfach auch wahrscheinlich flugfähig in der Lage sind, weit rumzukommen in der globalisierten Welt. Wie macht man das denn jetzt, dass wir in Deutschland wissen, welche Mücken bei uns unterwegs sind und ob sie krank sind oder nicht? Haben wir da irgendwelche Systeme, die das überwachen? So richtig professionalisiert leider nicht. Es gibt natürlich Forschungsprogramme, es gibt Citizen Science Programme, den sogenannten Mückenatlas, wo quasi Laien Mücken einschicken können, wo dann bestimmt wird, was ist das für eine Mückenart. Das ist sehr hilfreich für die Wissenschaft, aber dass wir jetzt sagen, wir haben hier wirklich ein funktionierendes Frühwarnsystem, was wir sagen mal so in unserem Bereich, was operational ist, was wirklich einsatzfähig ist und was auch Konsequenzen hat, nämlich im Bereich der Bekämpfung und auch der Prävention. Das haben wir nicht. Das haben andere Länder, Griechenland zum Beispiel, Nordgriechenland, die Gegend um Thessaloniki hat so ein Frühwarnsystem, wo öffentlicher Gesundheitsdienst, Virologie, Kliniker und, wenn wir jetzt über Stechmücken in dem Fall sprechen, Bekämpfer ganz eng miteinander vernetzt sind. Das heißt, wenn ein Fall auftritt, wenn es ein Warnsignal gibt, zum Beispiel eine positive Mücke, dann wird innerhalb von 1-2 Tagen dort reagiert, ja, sowohl von den Behörden als auch von der Bekämpfung. Dann wird professionell bekämpft. Davon sind wir, um so salopp zu sagen, in Deutschland auch Lichtjahre entfernt. Wir haben nur im Südwesten eine halbwegs professionelle Bekämpfung etabliert seit einigen Jahrzehnten und in anderen Bereichen Deutschlands nicht. Das heißt, haben wir jetzt ein
Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Westnil-Virus-Ausbruch in Homburg-Saar. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis dort eine professionelle Bekämpfung stattfindet. Zumal man, wenn man dann eben dort erstmal 20, 30 Westnil-Virus-Fälle hat, dann ist es zu spät, mit der Bekämpfung zu beginnen. Ja, man muss mit der Bekämpfung beginnen, wenn quasi die ersten Vögel vom Baum fallen oder die ersten Mücken positiv getestet werden. Nur dann hat man eine Chance, quasi diesen Peak, diesen Epidemie-Peak sozusagen abzuschneiden und dagegen zu steuern. Wenn man erst anfängt oder erst mal überlegt, was man machen kann, wenn die ersten Humanfälle, dann ist das immer zu spät bei diesen Arbovirus-Infektionen. Ja, insofern, das ist eine große Aufgabe für die Zukunft. Es gibt da Ideen, wie gesagt, es gibt auch gute Vorbilder, unter anderem auch in den USA. Dort ist auf County-Ebene sehr, sehr gut organisiert, wird auch viel Geld reingesteckt in die professionelle Stechmückenbekämpfung, hochprofessionalisiert. Das sind natürlich Vorbilder, die wir auch auswerten, wo wir auch Berichte sozusagen dem BMG zur Verfügung stellen, damit man sowas eben für Deutschland sich überlegt. Nicht? Also klar, es ist eine neue Herausforderung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, seitdem die letzten Malaria-Fälle eben auch in Deutschland aufgetreten sind. In den 50er Jahren hat es keine Rolle gespielt in Deutschland. Insofern ist das jetzt auch kein Vorwurf, aber man muss sich natürlich darauf vorbereiten, das ist klar. Wie genau macht man das denn, dass man die Mücken sozusagen untersucht? Also das heißt, die Mücken werden gefangen und dann werden die in Kultur angesetzt? Oder woher wissen Sie, dass die Mücken krank sind? Ja, die Mücken selber sind ja nicht krank, aber es ist ein hochkomplexes Frühwarnsystem. Also zum einen, wie gesagt, werden die Mücken gefangen. Dort schaut man insbesondere auf die schon blutgesogenen Mücken. Also man kann nicht jede Mücke fangen, man muss blutgesogene Mücken fangen. Dann kann man sozusagen diese blutgesogenen Mücken in der PCR analysieren. Man kann auch die Viren isolieren. Wichtig ist, dass das alles schnell geht, nicht? Dass wir also nicht 4 Monate brauchen, bis so eine Mücke sozusagen getestet ist. Dann kommt die Information zu spät. Und das gleiche parallel eben bei Pferden, bei Vögeln. Wir haben ja eine Totvogelsurveillance, wo jeder Vogel auf diese Viren untersucht wird. Und das muss letztendlich zentralisiert, organisiert zusammengeführt werden, diese Daten, um dann auch entsprechend diese Signale bewerten zu können. Was sagt Ihnen jetzt eine positive Mücke in Hamburg? Ist das jetzt eine Gefahr oder nicht? Nicht? Das muss ja mit abiotischen Faktoren zusammengebracht werden, mit der Temperatur eben, ja, und der voraussagenden Temperatur. Abundanz der Mücken spielt eine ganz große Rolle. Also das, was ich gesagt habe, wenn jetzt irgendwo eine Mücke rumfliegt, das wird zu keiner Epidemie führen. Wenn eben Hunderttausende rumfliegen, hat das eine andere Relevanz. Ja, also das sind so mal ganz grob vereinfacht jetzt angesprochen, die ganzen Sachen, die da mit reinfließen in so ein Frühwarnsystem. Vielen Dank. Dann hätte ich vielleicht tatsächlich noch eine Abschlussfrage, denke ich, nachdem wir jetzt sehr viel über Viren gehört haben. Wir haben gehört, Westnil ist schon da, die anderen breiten sich in unterschiedlicher Form aus und im Südwesten haben wir diese gut etablierte Surveillance zumindest und wissen eigentlich, dass die Tigermücke auch schon in einigen Städten auch über Winter da ist. Da ist dann jetzt die nächste Frage, welche Tropenerkrankung in Anführungszeichen erwarten wir denn vielleicht für die nächsten 5 bis 15 Jahre in Deutschland, dass es da auch zu autochthonen Transmissionen kommen könnte. Genau, also das sind die, die auch am häufigsten natürlich durch Reiserückkehrer nach Deutschland gebracht werden. Also an erster Stelle das Dengue-Virus, dann das Chikungunya-Virus und dann sicherlich auch das Zika-Virus. Ja, das sind so Kandidaten, wo wir zum einen in den europäischen Nachbarländern, anderen europäischen Ländern schon Fälle, Cluster gesehen haben. Darum ist das eben sehr wahrscheinlich, dass es bei uns, je weiter sich die Tigermücke verbreitet und je höher auch die Abundanzen, also die Dichtigkeit der Population wird, dann steigt einfach natürlich das Risiko, wenn ein Reiserückkehrer zurückkommt, der unerkannt infiziert ist, was ja, wie gesagt, haben wir ja nun besprochen, die Mehrzahl der Arbovirus-Infektionen eben ausmacht. Und wenn hier gestochen wird von der Tigermücke, dann ist letztendlich dieser Zyklus etabliert und dann können wir mit diesen autochthonen Infektionen rechnen. Und das ist, wie gesagt, Dengue, Zika, Chikungunya, das sind so die typischen Kandidaten. Es können sich natürlich in der Zukunft weitere Arboviren dahin dazu gesellen, von denen die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so auf den Schirm haben. Das ist ja ein sehr aktives Geschehen. Wir haben es ja beim Zika-Virus gesehen, das war jahrzehntelang, spielt überhaupt gar keine Rolle, hat niemand interessiert und von einem auf dem anderen Jahr hat es quasi diese Pandemie ausgelöst weltweit. Also das kann sich auch sehr schnell ändern. Insofern gibt es ja viele Kandidaten, das Mayaro-Virus zum Beispiel, wo das auch immer schon diskutiert wird. Das ist eigentlich ein Urwald-Virus, was im Amazon in Amazonien vorkommt und hier wird eben auch darüber nachgedacht, wenn sich das sozusagen aus diesem Gebiet heraus mit der Tigermücke eben bewegt, dass es denn zu Ausbrüchen kommen kann. Ich würde gerne, auch wenn es eigentlich die Abschlussfrage war, eine allerletzte Frage, wobei ich das, damit Sie merken, dass wir Sie jetzt auch entlassen, schon mal in die Bedankung einbaue.
danke Ihnen, ich denke im Namen von uns allen, für Ihre so tolle Kommunikation, sowohl uns als Kollegen gegenüber als auch den Laien gegenüber. Und was ich so toll finde, die ist immer informativ und nie dramatisierend. Und ich erinnere mich oder wurde kürzlich daran erinnert an die Olympischen Spiele 2016, wo viele, viele Menschen die Spiele am liebsten abgesagt hätten in Rio, als Sika dramatisierende Züge offenbar angenommen hatte. Da waren sie damals cool gewesen, haben gesagt, durchziehen, und es ist während der Spiele gar nichts passiert, vorher einiges. Meine letzte Frage ist, wenn ich mir das anschaue, die Möglichkeit, wie wir heutzutage kommunizieren, was mir bei Vorbereitung heute aufgefallen ist, viele dieser Informationen über diese Viren sind hinter einer Paywall, unheimlich viel im Lancet-Orbit, was wir zumindest in Deutschland nicht erreichen können. Umgekehrt sind Sie jemand, der sehr innovativ kommuniziert. Sie haben spätestens nächste Woche 38.000 Follower auf Twitter. Wie wichtig sind diese Kommunikationsmedien heute und vor allen Dingen auch in der Zukunft? Da müssen wir jetzt sehr ins Detail gehen, aber zum einen natürlich probieren wir auch so weit, wie es eben geht, Open Access zu publizieren. Das ist ganz klar, weil ja gerade in der Tropenmedizin die Informationen sehr, sehr relevant sind für die Menschen, die sich eben nicht diese teuren Zugänge leisten können, obwohl es da natürlich auch Initiativen gibt, das immer noch besser hinzubekommen und zu gewährleisten. Aber das ist ganz klar auch unsere Priorität, Open Access, das ist klar. Nicht? Insofern, diese Lancet-Publikationen sind, sage ich jetzt mal, vielleicht eine unangenehme Ausnahme. Das sollte eigentlich nicht so sein. Also das ist definitiv unser Bestreben, da auch diese wissenschaftlichen Daten immer Open Access zu publizieren. Ansonsten gibt es viele Formate, viele Herausforderungen dieser Formate, gerade wenn wir über Twitter sprechen nochmal. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, wenn man mit Ebola Marburg Lasser arbeitet, ist das Schlechteste, was Sie da begleiten kann, Panik oder Panikmache. Das bringt sozusagen weder etwas für die Arbeit in den Hochsicherheitslaboren, das wäre sozusagen der schlechteste Berater. Insofern ist das vielleicht auch die Prägung, die man denn aus der Tropenmedizin oder gerade eben aus der Arbeit mit hochpathogenen Viren mitbringt. Und ich glaube, das, was mir auch immer sehr geholfen hat, ist der Blick über den Tellerrand. Wir sind ja sehr fixiert auf unseren Blick, auf den Blick auf die Situation in Deutschland, in der Tropenmedizin. Bei uns im Tropeninstitut ist der Blick weltweit. Und da sehen wir einfach, dass es gesundheitlich viele, viele andere Herausforderungen gibt in vielen Ländern, die jetzt aktuell auch weit über das hinausgehen, was eben SARS-CoV-2 in diesen Ländern an Herausforderungen sozusagen mit sich bringt. Und genau das hat vielleicht auch dann zu einer durchaus anderen Einschätzung geführt, wie Kollegen, die eben zum Beispiel in Deutschland eben nur im Labor arbeiten. Herr Schmidt-Schanasit, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war super spannend gewesen. Ihnen ein schönes Wochenende in Hamburg und einen hoffentlich mikrobiologisch nicht zu heißen Winter. Tschüss. Danke, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.